Über die aktuelle Corona-Situation in Russland spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Paul Krieser in Moskau. Schönen guten Tag. Die Zahl der Corona-Infizierten und Toten steigt in ganz Russland. Wo ist denn die Lage derzeit besonders schlimm? Ja, es stimmt. Russland verzeichnet derzeit tatsächlich neue traurige Rekorde jeden Tag. Die Zahlen sind, was die Infektionszahlen und die Todesopfer betrifft, tatsächlich auf einem Höchststand seit Beginn der Pandemie. Am schlimmsten ist die Situation in den Großstädten, in St. Petersburg und in Moskau. In beiden Städten haben die Behörden jetzt wieder Notspitäler reaktiviert, die in Messehallen und in Sportzentren improvisiert aufgebaut wurden, um diese zusätzlichen Patienten aufzunehmen. Aber das Gesundheitssystem, das ist wirklich schon am Anschlag. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sich die Lage jetzt wieder derart verschlechtert? Kommt Russland mit dem Impfen nicht voran? Werden die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten? Woran liegt's? Es ist sicher eine Mischung aus beiden, aber auch ganz wichtig ist die Delta-Variante des Coronavirus, diese hoch ansteckende Variante, die ursprünglich in Indien entdeckt wurde. Auf diese Variante entfallen allein in Moskau jetzt schon 90% der Neuinfektionen. Der andere Grund, Sie haben es schon angesprochen, die Impfkampagne, die kommt tatsächlich nur sehr schleppend voran. Derzeit sind ungefähr 21 Millionen Menschen in Russland geimpft. Das ist ungefähr jeder siebte in der Bevölkerung. Es ist klar, dass das noch nicht ausreicht für einen Immunschutz für die Bevölkerung. Und deswegen hat die russische Regierung jetzt eine Impfpflicht verordnet zuletzt. Diese Impfpflicht betrifft verschiedene Berufsgruppen, von Taxifahrern über Lehrerinnen, Ärzte, Angestellte in Supermärkten. Die alle müssen sich jetzt in den nächsten 2 Wochen zumindest einmal impfen lassen, sonst droht ihnen sogar die Entlassung. Es ist klar, dass diese Impfpflicht in der Gesellschaft unterschiedlich aufgenommen wird. Das ist durchaus ein umstrittenes Thema. Einerseits hat sie schon etwas bewirkt, nämlich das Impftempo, das hat wirklich zugelegt in den letzten Tagen, hat sich teilweise sogar verzehnfacht. Andererseits blüht im Internet auch der Handel mit gefälschten Impfzertifikaten. Es versuchen also viele, diese Impfpflicht zu umgehen. Das liegt daran, dass die Impfskepsis in Russland sehr, sehr groß ist. Also laut aktuellen Umfragen wollen sich 2/3 der Menschen generell nicht gegen Covid impfen lassen. Das ist einerseits damit begründet, dass das Misstrauen in die Regierung sehr, sehr groß ist. Es wird auch dem Impfstoff, dem russischen Impfstoff Sputnik V unter anderem, nicht vertraut. Das liegt auch daran, dass die Regierung sich da im vergangenen Jahr sehr wenig Zeit gelassen hat bei der Zulassung dieses Impfstoffes und ihn schon zugelassen hat, bevor überhaupt die letzte entscheidende Testphase abgeschlossen war. Und ein anderer Grund, der auch sehr wichtig ist für diese Impfskepsis, ist das, dass den Russinnen und Russen seit eigentlich Beginn der Pandemie erzählt wird im Staatsfernsehen, dass Russland viel besser abschneiden würde als viele andere Länder, dass im Westen so viele Menschen durch den Impfstoff ums Leben kämen. Und diese Propaganda, die rächt sich jetzt, denn die Menschen haben das Vertrauen in Fakten, das Vertrauen in die Regierung und das Vertrauen in die Maßnahmen völlig verloren. Diese Impfpflicht ist also eine Reaktion der Regierung, aber wie sieht es mit anderen Maßnahmen aus? Sind weitere Lockdowns zu erwarten? Lockdowns will die Regierung seit Beginn der Pandemie, also es gab am Anfang einen Lockdown und seitdem will die Regierung keine weiteren Lockdowns mehr verhängen. Das ist auch nicht passiert seit einem Jahr. Und man will das auch weiter verhindern, um die Wirtschaft zu verschonen. Es beginnen jetzt gewisse Maßnahmen, neue Maßnahmen zu greifen. In der Hauptstadt Moskau dürfen zum Beispiel seit gestern Menschen nur noch in Restaurants oder Cafés gehen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Also diese berühmte 3G-Regel kommt hier auch zum Einsatz. Aber gleichzeitig sind fast alle anderen Wirtschaftszweige völlig offen und Fitnessstudios, Schwimmbäder, Theaters oder Kino sind fast ohne Einschränkungen geöffnet. Es ist also fraglich, ob diese eine Maßnahme, die Gastronomiebeschränkungen, ob die wirklich zu einem drastischen Abfall, zu einem Sinken der Neuinfektionen führen können. Jetzt steht das EM-Viertelfinale in St. Petersburg vor der Tür. Am Freitag wird es schon soweit sein. Wie viele Menschen werden denn da im Stadion erwartet und sind irgendwelche speziellen Sicherheitsvorkehrungen geplant?
Zugelassen sind 34.000 Zuschauer im St. Petersburger Krestowski-Stadion. Das ist die Hälfte der dort verfügbaren Sitze. Die russische Turnierleitung hat bereits angekündigt, dass es keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen geben wird. Das heißt, alle diese 34.000 Fans werden auch ins Stadion gelassen. Es wird nur darauf verwiesen, dass Maskenpflicht herrscht und dass soziale Distanz eingehalten werden soll. Wie gut das dann während des Spiels wirklich eingehalten wird, das ist natürlich die andere Frage. Wie erwähnt, St. Petersburg ist von der Pandemie eine der am stärksten betroffenen Städte in Russland. Immerhin wurde jetzt in der Stadt die Fanzone etwas verkleinert für die EM-Fußballfans. Es dürfen jetzt zum Beispiel statt 5.000 Fans nur noch 3.000 Fans dort sich aufhalten. Aber trotz allem ist leider die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich viele Fußballfans nach dem kommenden Spiel am Freitag ein unfreiwilliges Souvenir aus Russland mitnehmen. Nach der vergangenen Partie in St. Petersburg haben sich ja über 80 finnische Fußballfans mit dem Coronavirus infiziert und es ist nicht auszuschließen, dass so etwas noch einmal passiert. Hoffen wir, dass am Freitag in St. Petersburg nur das Fußballfieber ausbricht. Paul Griesey, vielen Dank für diesen Bericht aus Russland.